Jo Leute, herzlich willkommen hier auf Eikuchen. Wir sind hier gerade, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Hier ist so ein Friedhof der St. Martini-Gemeinde. Das ist so ein historischer Friedhof. Und hier gibt es ziemlich viele Pokestops. Ich hoffe, man erkennt es. Hier sind 4 Stück drin. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt bei allen 4, machen wir jetzt ein Lochmodul hin und gucken einfach mal, wie viele Pokespieler wir damit catchen können. Also dann sind auf jeden Fall schon mal 3 Stück, weil irgendwer hat hier schon jetzt hingesetzt. Aber wir schauen einfach mal. So, wir fangen direkt an. Hier das erste rein. 9 Stück. YOLO, ja, rein damit, komm. Ja, so. Gehen wir jetzt ein bisschen hier durch. Gucken wir mal, wie viele Spieler wir. Ich schreibe mal in die Kommentare, was schätzt ihr, wie viele Leute kommen. Ja. Ich sag, weiß nicht, 30 oder so. Oh, direkt ein Zubat, nice. Ja, auf jeden Fall schon mal safe 2 Leute, die hier sind. Und das Lustige ist, hier ist so eine Mutter mit ihrem Kind. Jetzt denkt man sich halt so, oh toll, ne, die geht mit ihrem Kind raus und der spielt Pokémon Go. Die Mutter spielt einfach Pokémon Go und das Kind läuft einfach die ganze Zeit nebenher. Junge, what the fuck, Alter. Ja, da kommt direkt die nächsten. Wieder 2 Leute. Damit catchst du einfach mehr Spieler als Pokémon. Das ist echt krass irgendwie, keine Ahnung. Oh, ein Radfratz erscheint. Direkt der nächste. Das ist einfach so krass, wie viele Leute du damit anlocken kannst, ey. Da kommen direkt nochmal 3 Leute, Junge. Das ist so krass, Alter. Das ist doch echt nicht mehr normal. Ich filme mal so nach hinten. Wir müssen jetzt gleich da vorbeigehen. Ja, da, oder? Also da sind direkt wieder 3 Leute. Es ist echt krass. Junge, what the fuck, Alter. Wir sind jetzt extra welche mit dem Auto hingefahren anscheinend. Die eine ist mit ihrem Handy. Sieht so aus, als würde die Pokémon Go spielen. Junge. Die fahren hier extra mit dem Auto hin. Wie krank ist das denn? Kenne ich ja gar nicht. Krass, ey. Da fährt direkt der nächste mit dem Fahrrad lang. Ich weiß nicht, ob man den da von hinten sieht. Ich muss so einen Counter, glaube ich, machen. Hätte ich nie gedacht. Nein, da steht wieder einer mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Junge, gerade ein Magnetilo gefangen übrigens. 35 Wettkampfpunkte. Also falls ihr euch mit mir anlegen wollt, lieber nicht. Lasst es einfach sein. Da ist wieder einer, der geht gerade über die Straße. Das heißt nochmal plus 1. What the fuck? Da ist noch einer. Junge. Noch einer? Digga, was ist denn hier los, ey? Da ist direkt der nächste wieder mit dem Fahrrad. Nochmal plus 1. Da ist direkt noch einer. Auch wieder plus 1. Da sind direkt noch 2 hinten. Also wieder plus 2. Da ist wieder einer. Wieder plus 1. Nur der eine spielt, das heißt auch nur plus 1. Da spielt wieder einer, der ist so mit seiner Mutter unterwegs oder so. Also nochmal plus 1. Junge, Junge, Junge. Da ist noch eine, so ein Mädel, die zockt auch. Also nochmal plus 1. Also wer auch immer Single ist, ne, macht ein paar Lockmodule hin und gönnt euch das Vibe, Digga. Wer die durchknallt, kriegt von mir 5 Euro. Da ist direkt der nächste, der ist alleine. Wer den knallt, der kriegt gar nichts. Also nochmal plus 1. Digga, da kommen nochmal direkt 4 Leute. Digga, what the fuck, Alter, was ist denn los hier, ey? Da stehen auch wieder 2 Leute an der Seite, die trauen sich wohl nicht rein oder so. Also nochmal plus 2. Da sind nochmal 2 Leute bei den beiden Leuten, die ich eben schon dazu gezählt habe. Also nochmal plus 2. Da sind auch nochmal 2 Leute. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon mitgezählt habe. Ich glaube nicht. Die habe ich wohl nicht mitgezählt. Nochmal plus 2 also. Weiß nicht, ob man sie schon sieht. Da hinten kommen schon wieder 2 Leute. Also nochmal plus 2. Junge. Das sind Pärchen, das sind 2 Jungs, wa? Da kommen schon wieder 2 Leute, 3 Leute, oder? Hat die? Spielt die? Nee, ich glaube nicht, dass sie spielt. Da kommen schon wieder 2 Leute. Ich weiß nicht, ob man die erkennt. Also wenn nicht, ich lüge euch schon nicht an. Da kommen direkt nochmal 2 an dem Eingang. Junge, Junge, Junge. So viel war hier wahrscheinlich noch nie los. Da ist noch einer, der jetzt hier gerade reingekommen ist. Also nochmal plus 1. Er kommt ganz alleine. Irgendwie ist kommt das ziemlich opferhaft drüber alleine. Vor allem ohne Handy. Spielt er überhaupt? Aber keinen anderen Grund herzukommen, oder? Was sind wir denn hier? Da sind nochmal 2 Leute. Ich weiß nicht, ob man die erkennt. Also nochmal plus 2. Da sind nochmal 2 Leute. Komm, ein bisschen spät. Blockmodule sind gleich weg. Jo Leute, das war's. Ja, wir haben ziemlich viele Leute gefunden, die da waren. Ich würde jetzt einfach mal so schätzen. Ich habe keine Ahnung. 30 Leute, was sagst du? Ja, ich sag 35. Okay, mal gucken, wer näher dran ist. Ich hoffe, ihr habt es auch alle vorher in die Kommentare geschrieben. Ist schon krass, wie viele Leute man damit so unlockt. Obwohl es eigentlich Pokémon unlocken soll, hatten wir mehr Spiele als Pokémon gefangen in der Zeit. Und ja, das wird, glaube ich, jetzt mal so eine Reihe. Ich mache das, glaube ich, mal öfter. Irgendwo Lockmodule zünden und dann einfach mal gucken, wie viele Leute ich fange. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Meine Freunde, wir sehen uns. Okay, thanks, bye.